Wir stehen hier vor der Ostermann Arena. Hast du eine Idee, was dich erwartet? Irgendwas mit, auch mit einem Ball wahrscheinlich, das kommende Aktivität zu tun hat, ja. Schaffst du denn sonst Basketball? Wenig, muss ich zugeben, wenig, ja. Und selber spielen, wie sieht's da aus? Ich war nicht allzu gut, auch wenn ich was mit Händen kann, also in der Schule war ich, Basketball war nicht mein Ding. Zuversichtlich bin ich, aber jetzt erwarte Leute keine Weltklasse-Würfe. Auch so gut. Auch wenn ich was mit Händen kann, also in der Schule war ich, Basketball war nicht mein Ding, nicht mein Ding. Ich habe große Nachteile hier. Lukas, grüß dich. Servus, servus. Hallöchen. Freut mich auch. Schön, dass du da bist. Gerne, gerne. Ja? Warst du schon mal bei uns? Ich muss so auf die Zehenspitze testen. Leider nicht, leider nicht. Leider noch nicht. Nee, ich muss ja, dann wird es höchste Zeit. Höchste Zeit. Ja, cool. Perfekt. Ja, und heute wollen wir mal ein paar draufschmeißen, habe ich gehört. Ne? Ja, so normalerweise bei uns treffen die Stürme mehr als ich habe. Mal gucken, was ich mit den Händen mache. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ne? Ball in der Hand ist jetzt auch nichts Neues für dich, oder? Ja, das ja. Bist du stark auf die Linie auch? Ja, doch, solide. Hab mich verbessert. Du bist da wahrscheinlich hier. Da bin ich am besten, aber doch an der Freiwurflinie. Ja, doch, hab mich entwickelt, würde ich sagen. Ja, wir spielen Freiwürfe 10 Stück. Wie beim Elfmeterschießen quasi, ne? Ja. Und wer die meisten Treffer hat, hat gewonnen. Aber es soll ja ein bisschen gerechter werden. Von daher kannst du ein Handicap aussuchen. Und zwar entweder muss ich im Sitzen werfen, mit meiner schwachen Hand werfen oder mit einem kleinen Ball werfen. Und du darfst dir jetzt aussuchen, welches Handicap ich bekommen soll. Bist du rechts oder linkshändig? Linkshänder. Du darfst gerne in Sitzen werfen. Oh. Okay, okay, okay. Aber dann darf ich den Ball nehmen, ne? Ja, ja, klar. Okay, 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 dann braucht man einen Stuhl, ne? Ah, ich dachte auf dem Boden. Auf dem Boden? Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Oder? Nee, du fängst an. Ja? Pressure ist natürlich. Ja, ich meine, er ist ein Torwart, ne? Hat viel den Ball in der Hand, auch erfahren. Ja? Ich will jetzt nicht sagen alter Mann, aber er hat auf jeden Fall viel Erfahrung. Wird sich zeigen. Ich habe ihn noch nicht einmal auf den Korb werfen sehen. Ich habe nur so 2, 3 Asse im Ärmel, ein bisschen Trash-Talk und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann machen wir 5 und 5, ja? Darf man eigentlich? Also ist der regelkonform, kann man auch so, also ich werde jetzt nicht so werfen, aber ja, du darfst nur nicht auf die Linie. Nee. Kann man auch springen, du kannst springen, aber du musst nicht springen. Okay, du darfst halt nur nicht dann auch da drauf springen. Was hast du für Schuhgröße? 52. Spielt aber nicht gut, oder? Muss man so verstanden. Es geht, es geht. Okay, sollen wir anfangen? Ja, dann? Ich 5. Du 5? Ja. Genau, du fängst an. 5. Okay. Der Druck ist bei dir. Soll ich dir Rebounds holen? Da kommen keine Rebounds. Ah, let's go! Nichts aufwärmen, nichts? Nein, 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 nichts aufwärmen. Scheiße. Sehr gut. 0-1. Meinst du, der kleine Ball wäre der schlechteste Ball gewesen? Wahrscheinlich, ja. Scheiße, wenn ich das ja, aber im Sitzen ist auch nicht so einfach. Nee, ich meine auch. Oh! Oh. Pech. 0-2. Eieieiei, sehr gut. Bei 33% bin ich jetzt. Ja, 1-3. Ah. Yes! 1-4. Aber danach müssen wir, das ist der erste Teil vom Video, danach ist der Elfmeterschießen irgendwo in Bayer Arena, oder? Ja, hoffentlich, ja. Hoffentlich. Oh, oh. Okay, okay, 40%. 2 von 5. Wie soll man da, ja? Machst du dann so, oder? Ich weiß es auch noch nicht, ey. Ja, musst du die ausprobieren. Ei, ei, ja. Ei, ei, ei. So habe ich den noch nie gesehen. Normalerweise sehe ich den immer so.
Das ist so meine Perspektive, da, wenn ich im Stehen will. Aber nicht schlecht. Was soll ich trainieren? Du hast zwei getroffen, ne? Ja, so weiter. Oh, no way! Ja, im Sitzen vielleicht ist das die größte Nachteil. No, keine Chance. Ja, ist schwierig. Der ist drin. Oh, damn it! Jetzt muss ich, einen muss ich treffen, sonst habe ich schon, schon einen Nachteil, ne? Oh, no way! Schade, schade, schade. Fünf, Alter. Halbzeit. Scheiße. Zwei hinten, ey. Was soll ich sagen? Ja, ich glaube, meinen Nachteil gut ausgesucht für ihn. Ja. Ja, ja, ich muss jetzt hoffen, dass er vielleicht maximal noch einen macht. Willst du, du darfst noch einmal wählen. Willst du so weitermachen oder willst du den kleinen Ball aussuchen? Ne, ich mach so machst weiter. Du, machst du ja, weiter? Ich muss okay. Durchziehen. Doch, ich zieh durch. Alles klar. Ja, ja. Dann machen wir so weiter. Ja, also ich. Ja, also die alle waren da drumherum. 2 von 5, soweit okay. Als Aufwärmen, ja. Ja, ich glaube, er hat seine Munition schon verschossen jetzt. Hat schon das Beste gezeigt, was er hat. Wenn er jetzt 5 daneben macht, dann muss ich direkt 2 machen. Und vielleicht geht es in die Verlängerung, aber vielleicht mal gucken. Weiter träumen. Ja. Ja. Schön langsam, ne? Eins nach dem anderen, ne? Ai, 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 ai. Es regnet, ha? Es regnet ziemlich viel, ja. Jetzt stell dir vor, alter Schwede. Ja, ich bin kein Amateur hier. Okay. Also es läuft besser, als ich erwartet habe. Ja, jetzt hast du wieder 2, aber jetzt... Ah, scheiße! Ja, siehst du, yes, jetzt let's zu viel go! Laverei, ja. Das geht in Trash-Talken, wenn du ja, willst. Ja, 2 noch. Ein vielleicht noch, so hier. Ach, scheiße! Sehr gut. Der ist nein, gut. Nein. 50%, ja. 5 Stück. Scheiße. Das wird eine Aufgabe. Ein Fehlwurf, da habe ich verloren, ne? Eieieiei. Handicap ist zu groß, glaube ich. 5 Stück, ey. Okay. Scheiße! Hey, hol ihn, okay. Egal, komm, die 4 werfe ich noch. Jetzt, wenn es nichts mehr zählt, weißt du? Scheiße. Hast du ein gutes Handicap ausgesucht, mein Freund? Bitte? Ja, hast genau. Hast du ein gutes Handicap ausgesucht? Scheiße. Stark. 2. Noch einen Move, hä? Ah, nee, war schon. War schon ja, 2 von 5. Ja. Hör mal, stark. 50%, ey, so lang, also habe ich meine ganze Karriere geworfen. Was ist so Durchschnitt? Also die Guten, die machen so 8 bis 9 von 10. Ja, 80% so ungefähr. Die Großen haben eigentlich immer so 50, 60. Ja, also 50 ist schon nicht so gut. Ja. Also von daher ist für dich ist echt solide. Was hast du jetzt gehabt? 40, ne? 4 von 10? 5. 5? Nee, 4. Ja, 4. 5. Letzte war noch drin. Ja. 50%. Was soll ich da sagen? Habe ich keine Chance. Kann ich nichts machen. Jetzt müssen wir bei dir mal Elfmeterschießen machen. Oder ich gehe ins Tor und du schießt. Aber die müssen dann einen Handicap, also die müssen dann daraus ausdenken. Ja. Ja, müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Ja. Aber jetzt hast du ja gesehen, wie das hier läuft. Dann musst du auf jeden Fall mal vorbeikommen, wenn wir hier spielen. Gerne. Ja. Ist eine Bierterrasse irgendwo hier. Guck mal, hier kannst du Bier holen, da oben kannst du Bier holen. Hier gibt's genug Bier für dich, mein Freund. Und jetzt, wenn du gewonnen hast, das erste geht auf mich. Da kannst du dich auch verlassen. Da trinke ich auch eins mit, auf die Niederlage. Mein Gott. Vielen Dank nochmal. Ja, scheiße, ey. Jetzt ist mein Tag gerettet, ja. Also wenn der Mann für die Freiwürfe braucht, 1-1 wechseln, dann gucke ich ja gerne von den Zuschauerplätzen. Mit dem Bier kommst du runter, kurz einen reinwerfen, wieder abholen. Das Wichtigste ist jetzt hier, dass ich Gleichgewicht bin. Rechten Arm habe ich einen Ball und linken Arm und Bier und dann. Sehr gut. Okay, sehr gut. Ja. Super. Vielen Dank. Ja, das ist das denn.